Die Erdogan-Demo in Köln war ein großer Aufreger. Natürlich gab es dann auch hier wieder die frenetischen Allahu Akbar-Rufe, denn der Sportminister war gekommen. Es wurde dann verboten, im Vorfeld Erdogan per Video zuzuschalten. Und das Ganze wurde dann irgendwie per Formfehler, angeblichen Formfehler abgelehnt und so weiter. Also das ist hier natürlich dann ein ganz großes Kino. Der gescheiterte Putsch hat ja auch weitestgehend die Dynamik verändert, auch hier in Deutschland und die Beziehungen zu der Türkei und Türken in Deutschland. Also nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch diverse Gruppen und Lobbygruppen. Jetzt gibt es also ein großes Aufgerege und ein großes Geläster in den deutschen großen Massenmedien. Angeblich hätte die Demo gezeigt, hier in Köln, dass die Integration fehlgeschlagen sei und man hätte es hier mit den Folgen zu tun von Fehlern der Vergangenheit. Ne, aber welche Parteien haben denn in der Vergangenheit geregiert und waren verantwortlich für die Integration und die Migrationspolitik, waren verantwortlich für die türkischen Gastarbeiter und die Änderungen der Regeln, dass sie dann bleiben konnten und Familiennachzug und so weiter und so fort. Das waren die gleichen großen Parteien, die jetzt herrschen, meine Damen und Herren. Und es ist natürlich dann, man hat natürlich noch eine gewisse Häme und eine gewisse Freude daran zu sehen, wie eine Aktion schiefgelaufen ist, wie dieser Putschversuch. Also wir gehen davon aus, das wahrscheinlichste Szenario ist ein Putsch mit Beihilfe, wenn nicht sogar Anleitung der Amerikaner. Also da deutet da sehr, sehr viel drauf hin. Passt zu der Vergangenheit, haben das in den letzten Sendungen auch schon behandelt. Und wir haben eine Story auf recenter.com. Graue Wölfe, türkische Ultranationalisten waren vor wenigen Jahren noch äußerst willkommen in Deutschland und hatten beste Beziehungen zur Politik, zur hohen Politik. Und auch zu den deutschen Geheimdiensten. Also Sie finden die Story hier, das Ganze ist von Jürgen Roth. Ist ein bisschen links angesiedelt, der Herr. Aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Story hier. Auch relativ fair. Also man hat, geht jetzt ein bisschen auf die Geschichte. Der große Anführer Alparslan Türkes, der heute noch verehrt wird in Deutschland. Das heißt hier, wo es auf der Welt einen Türken gibt, dort fangen unsere natürlichen Grenzen an. Also hier sieht man schon wieder mal die fragwürdigen Einstellungen, die da herrschen. Also man stelle sich mal vor, es gäbe jetzt deutsche Migranten in der Türkei, die dann sagen würden, überall wo ein Deutscher ist, da sind die deutschen Grenzen, ja? Und so weiter und so fort. Da wäre natürlich die Hölle los. Und die Anhänger der MHP, die sich selbst Graue Wölfe nennen, bedrohten oder erschossen in den 70er und 80er Jahren politische Gegner. Überwiegend Kurden, linke Oppositionelle. Natürlich war das auch der Ost-West-Konflikt, das muss man auch betonen. In Europa hingegen wurde die Bezeichnung Graue Wölfe lange Zeit als Erfindung türkischer und kurdischer linke Oppositionelle als Synonym für nationalistische Türken heruntergespielt. ...1997 wurde dann der große Ex-Oberst Alparslan Türkes ins Krankenhaus gebracht in Ankara. Tausende der Anhänger pilgerten dorthin, versammelten sich zum Gebet und dann verstarb er doch, Herzversagen, angebliches Herzversagen. Hier geht es noch weiter um die Geschichte. Ich interessiere mich allerdings hier für die Stellen, wo es dann um die Beziehungen geht zu Deutschland. Dann geht es noch um die Todesschwadronen. Die am besten organisierte militante Organisation in allen türkischen Städten mit Ausnahmen von Ostanatolien waren fähig, Einzelpersonen zu liquidieren bzw. Massaker zu inszenieren. Allein in der Regierungszeit des damaligen Sozialdemokraten Bülent Ecevit wurden 2245 Menschen ermordet.
Echevit sagte 1980 dazu, die politische Krise ist zu einer Krise des Regimes geworden. Demirel hat während seiner Regierung akzeptiert, dass die bewaffneten Banditen in Lagern ausgebildet werden, obwohl die staatlichen Stellen ihn gewarnt hatten. Die Türkei wird von einer faschistischen Macht besetzt und diese Besetzung steigert sich. Ja, 1980 war auch das Jahr des Putsches von einem General. Und da natürlich dann die ganze Geschichte, die Amerikaner steckten dahinter. Und vergessen wir nicht, wer den Türken diese unkonventionelle Kriegsführung beigebracht hat. Also da gab es dann richtige Ausbildungskurse von den Amerikanern und so weiter. Unconventional Warfare, okay, holen wir die Experten von Fort Bragg, okay. Die bringen euch die neuesten Taktiken bei. Und jetzt will man davon nichts mehr wissen. Jetzt redet man von Fehlern der Vergangenheit und das Ganze ist unglaublich peinlich. Und die NATO ist jetzt butthurt und die NATO ist jetzt so ziemlich zutiefst beleidigt, dass solche Strategien jetzt angewendet werden von Erdogan und seinem Umfeld, um eben weitere Putschversuche zu verhindern, um eben weitere Einflussnahme zu verhindern. Es ist wirklich ein grausamer Treppenwitz der Geschichte. Und hier die Kontakte zu der CSU. Also in den Jahren 1975, 77 hatte die MHP auch in der Bundesrepublik ihre Auslandsorganisation aufgebaut. Damals gründete Enver Altaylı, zuvor Generalinspekteur der MHP in Europa, die Türk Öcalan und so weiter, ich kann das nicht aussprechen, Idealistenverein. Genaue Kopien der MHP-Organisation in der Türkei. Auf Aufstieg und Einfluss in Deutschland belegt die Tatsache, dass ein türkischer Unternehmer Murat Bayrak, der offenbar schon vor 78 über gute Kontakte zur CSU verfügte, ein Treffen zwischen Franz Josef Strauß und Alp Arslan Türkes arrangieren konnte. Und bei Franz Josef Strauß, da kamen ja vor nicht allzu langer Zeit auch die Gerüchte auf, dass er eventuell für die CIA gearbeitet hat. Also, das hatten wir auch schon mal im Laufe dieser Sendung, gab es neue Erkenntnisse, also aus westlichen und östlichen Geheimdienstunterlagen. Genau hundertprozentig weiß man es nicht, aber aus meiner persönlichen Sicht deutet schon sehr, sehr viel darauf hin. Strauß soll im Zweiten Weltkrieg noch für den CIA-Vorläufer spioniert haben. Also hier dann quasi der OSS, Office of Strategic Services, Vorläufer der CIA, hat er dann in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges versucht, bestimmte Individuen im deutschen Militär, gerade die für die Luftverteidigung verantwortlich waren, solche wurden dann gezielt angeworben von dem amerikanischen Geheimdienst, um halt eben dann die Luftverteidigung Deutschlands zu durchbrechen, um Deutschland dann letztendlich zu besiegen. Und das heißt hier, Strauß hat möglicherweise 1944 amerikanischen Agenten Unterlagen zur deutschen Luftverteidigung übergeben. Und der Historiker, der jetzt mehr ausgegraben hat darüber, der sagt auch klipp und klar, letztendlich beweisen kann man es nicht. Wie gesagt, das muss man hier nichtsdestotrotz hier einfach mal so die ganzen trockenen Fakten hier veröffentlichen. Der damalige Oberleutnant Strauß habe im Oktober 1944 geheime Unterlagen zur Luftverteidigung süddeutsche Städte, darunter Würzburg, an amerikanische Agenten übergeben. Strauß' Treffen mit den Kontaktmännern des OSS soll demnach im Schweizer Grenzort St. Margareten stattgefunden haben. Huiuiui. Und ja, und dann traf sich hier also ein Treffen zwischen Franz Josef Strauß und Alp Arslan, wenn ich das genau hier ausspreche, Alp Arslan Türkes. Wenn wir hier bei dem mal nachgucken, dann sind wir hier mal näher nachgraben. Dann ergeben sich sicherlich auch einige interessante Dinge. Hier finde ich lauter türkische Links zu CIA und seinem Namen. Vielleicht ändere ich hier etwas die Suche. Na, hier alles türkische Links. Also da reichen meine Sprachkenntnisse nicht weiter. Aber wie gesagt, das sollte nicht überraschen. Im April 1978 gewährte Strauß dem rechtsradikalen Führer Türkes eine Audienz. Es war ein sehr herzliches Gespräch. Der Inhalt war allgemeiner Überblick über die Weltlage, Übereinstimmung in der Beurteilung des Weltkommunismus, der den Freien Westen bedroht und schließlich die Bereitschaft von Strauß, für die MHP in der Bundesrepublik ein günstiges Klima zu schaffen.
Wenig später traf sich Türkis zu Gesprächen mit deutschen Unternehmern, bot sich als Garant dafür an, dass die Türkei im westlichen Bündnis bleiben und dass deutsches Privatkapital in Türkei geschätzt werde. Niemand wundert sich daher, dass der bayerische Innenminister Gerold Tandler im November 1980 Folgendes erklärte. Die MHP und die Türk-Föderation setzen sich für die Interessen der türkischen Republik und Nation im Rahmen der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland ein. Und so weiter und so weiter. Und dann beschwerte sich hier die IG Metall irgendwie. Presseerklärung der IG Metall Bezirksleitung Stuttgart beschwerte sich über die Türk-Föderation. Verleumderische Hetze gegen die Gewerkschaften, massive Bedrohung. Betriebsversammlungen gestört, Arbeit behindert. Rollkommandos eingesetzt, die ausländische Kollegen terrorisieren, Einschüchterungsversuche, Morde, Morddrohungen. Und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre unterhielten die Grauen Wölfe in Deutschland zudem beste Beziehungen zu Teilen der Verfassungsschutzbehörden, indem ein Sonderbericht des niedersächsischen Verfassungsschutzes davon spricht, dass die im MHP und die Türk-Föderation harmlose demokratische Organisationen sind, die von den Kommunisten verleumdet werden, so übernahmen genau die Argumente der Türk-Föderation, also der Grauen Wölfe. Auf der anderen Seite wissen anscheinend die einzelnen Landesämter für Verfassungsschutz selbst nicht genau, wie sie die Grauen Wölfe in ihrer Organisation einstufen sollen. Der bayerische Verfassungsschutz bezeichnet die Türk-Föderation als Organisation, die direkt von MHP gegründet worden ist. Hessischer Verfassungsschutz wiederum wollte davon nichts wissen. Und dann die Verbindungen der Grauen Wölfe in das kriminelle Milieu. Und so weiter. Werden hier einige Beispiele genannt. Und es ist auch interessant zu sehen, vielleicht hier in Deutschland, ob man eventuell den ganzen NSU-Fall nochmal aufrollen wird und vielleicht endlich eine Spur in Richtung türkisches organisiertes Verbrechen hier verfolgt und vielleicht endlich mal zu gewissen Ergebnissen kommt. Also das war ja eine der, man kann es Verschwörungstheorie nennen, man kann es aber einfach nur eine Hypothese nennen, das ist ein mögliches Szenario. Bei dieser Mordserie, man nannte es damals auch die Döner-Mordserie, überall hingen die Fahndungsplakate aus und so weiter. Die ganze Nation fragte sich, was da eigentlich passiert war. Und deutsche Ermittler machten saubere Arbeit. Sie ermittelten in verschiedene Richtungen, also dahin, wo die Spuren sie führten. Und man dachte halt eventuell, weil es sich häufig um so Kleinunternehmer handelte, die getötet wurden, im helllichten Tageslicht. Also das Ganze hatte eine gewisse Organisation. Es erinnerte an Mafia-Methoden. Also wenn quasi dann Schutzgelderpressungen stattfinden oder irgendwelche anderen Dinge stattfinden und so weiter. Also es war zumindest vernünftig, in diese Richtung zu ermitteln, das organisierte Verbrechen. Also hatten dann bayerische Ermittler Dönerbuden gegründet und wollten einfach dann ein bisschen so in die Szene eintauchen und warten, bis dann eventuell diese Mafia-Gestalten kommen und Schutzgeld verlangen oder ähnliches. Aber das war ja, also eine Aufklärung, so eine richtige Aufklärung war da anscheinend nicht unbedingt gewollt. Und dann hing man diese Mordserie einfach diesen drei Neonazis an, von denen zwei nicht mehr sprechen können und die dritte äußert sich oder hat lange geschwiegen. Ganz, ganz komische Sache. Also eventuell wurden da gewisse Beziehungen und Verbindungen geschützt. Wer weiß, vielleicht haben die Täter auch was in der Hand gegen die deutschen Ämter, irgendwelches Material hier aus dem Kompromatkoffer, ja, das man vielleicht auch hervorziehen kann. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja jetzt die gesamte Dynamik und wir sehen halt eventuell jetzt da nicht nur ja, sehr negative Presse über türkische Organisationen und Vereine in Deutschland, also gerade die Erdogan-treuen Organisationen, während natürlich dann die Gülen-Organisationen verhätschelt und getätschelt werden. Nicht nur wird man jetzt negative Berichterstattung sehen über hier türkische Lobbyarbeit in Deutschland, sondern eventuell auch halt dann richtige Verhaftungen und Zerschlagungen von organisierten Strukturen, also gerade des organisierten Verbrechens. Natürlich auch abhängig davon, wie sich jetzt die großen Mächte einigen werden. Also wir haben hier nach dem
Staatsstreiche, Besuche, hohe Militäroffiziere besuchen nun hohe Militäroffiziere der Amerikaner besuchen nun die Türkei und versuchen hier ein bisschen die Wogen zu glätten. Also wir haben das natürlich schon ausführlicher analysiert, nur mal die Kurzfassung des aktuellen Standes. Also es bringt den Amerikanern nichts, jetzt noch mehr drauf zu packen und das machen, was man in anderen Ländern gemacht hat, wenn es nicht so lief, wie man wollte, nämlich einen Bürgerkrieg anzetteln. Das funktioniert nicht. Erstens haben die Amerikaner fast keine Assets mehr im Land, also das wird jetzt alles leer geräumt. Zweitens, wenn man die Türkei zu stark destabilisiert, dann kommen eventuell die Russen und vermehren hier dort ihren Einfluss. Und natürlich dann auch, wenn hier die Amerikaner hier zu schnell vorgehen, wenn die Amerikaner hier zu frech vorgehen, dann tritt halt eben die Türkei aus der NATO aus und so weiter und orientiert sich eher an dem Ostblock und ergibt sich erstmal blockneutral. Das wäre natürlich für die Amerikaner auch ein Desaster. Also hier, die amerikanische Botschaft sagt, die amerikanische Botschaft verkündet hier, Amerika wird seine Bindungen zur Türkei wieder bestätigen und so weiter. Also man spielt hier schön brav. In der Hoffnung, dass man jetzt wahrscheinlich hier mit der CIA von vorne anfangen kann, ja. Wieder ein neues Spionagenetz aufbaut, neue Assets kultiviert, dass man vielleicht in 5 oder 10 Jahren einen neuen Versuch starten kann, um wieder die Kontrolle über die Türkei zu übernehmen. Ja, das also hier die Situation.